Get it. Mein Name ist Isabel Moreira. Ich studiere Zinanzisch Humanmedizin. Ich war für mein nächstes Jahr Medizin auf der Uni LU. Auf vier Drohnen war ich am Mathe auf einer Sektion C. Also schon als klein Kind wollte ich immer Doktor gehen. Und ich war dann am Lycée, war ich an meinem Schulungsteam von meinem Lycée. Das hat mir ganz viel gefallen. Und da habe ich gesehen, okay, das könnte eventuell etwas für mich sein. Ich hatte auch Science ganz viel gern. Ich wollte auch noch verstehen, wie die Sachen zusammenhängen und wie die Sachen zusammen funktionieren. Und dann habe ich mal gedacht, also wir waren nicht dann mein Traum von kleinen Kant zu folgen und dann halt mit Humanmedizin zu studieren. Und aus dem, was ich dann auch schlussendlich gemacht habe. Ich wollte immer Frankreich studieren und da habe ich mir gedacht, für keinen Pass zu machen, habe ich dann das Jahr auf der Uni LU gemacht, wo ich dann auch schlussendlich einen Platz gerade in Frankreich. Ich habe schon Nantes gewählt, weil ich ganz nur von meiner Familie bin. Ich wollte auch nicht zu weit fortgehen. Da habe ich mich entschieden, halt Nantes, das ist ein kleiner Staat und da will ich auch nur von meiner Familie. Ich habe mich auf Parcours Sup demos angeschrieben, falls ich keinen Platz auf der Uni LU kriege. Ich habe mich dann auch nur meine Premiere auf der Uni LU angeschrieben, kriege dann auch meinen Platz. Das heißt, ich habe schon dann die Uni LU gemacht. Dann am Schluss von der ersten Jahr mit 10 gibt es ein Klassement, es gibt halt eine Distribution der Platz. Und ich kriege halt meinen Platz zu 90 und dann habe ich mich direkt auf der Uni zu 90 angeschrieben. Also mein nächster größter Tipp wäre, mit Studenten in Kontakt zu kommen, die schon im Beruf sind. Zum Beispiel an der Humanmedizin geht es darum, alles umzuschreiben, das ist halt viel mehr einfach. Da kriegt ihr die Info zum Parcours, wie ihr überhaupt an das Studium rankommt. Was ganz wichtig ist, dass sich auch mal Zeiten überlegen, wo ich hin will, was ich studieren will, für dann auch mit den Deadlines nicht an Konflikt zu kommen. Und sich wirklich gut am Voraus zu überlegen. Und dann auch natürlich, was immer gut ist, ist halt Stagen zu machen. Es gibt die Möglichkeit, Stage-Observationen zu machen. Sie wird am Spital, sie wird beim Hausdoktor. Und das ist halt wirklich gut, für sich ein bisschen eine Idee zu machen vom Beruf später hin. Die Humanmedizin ist so vielfältig, also so komplex, meinst du. Ganz oft sehen wir halt Patienten, die vielleicht ein Problem haben, wenn ihnen dann weiter forscht von den anderen Sachen. Das ist halt wirklich ganz interessant, wie zu gucken, wie die Sachen zusammen funktionieren. Dann meinst du, muss ich ein bisschen weiter gucken, muss ich ein bisschen sichern, um herauszufinden, was genau das Problem ist. Und das ist ein bisschen wie ein Detektiv. Da muss ich halt wirklich Pisten sichern mit Instrumenten, die man hat, ein Scanner, ein IRM. Für dann herauszufinden, was genau aus dem Problem ist, und wie kann ich den lesen. Weil die Medizin halt so vielfältig ist, muss ich halt auch ganz viel lernen. Das war, dass ich vor allem auch zu anderen Studien vielleicht nicht so viel Freizeit habe, muss an den Umfang. Und natürlich noch ganz viel Stagen, was auch ganz viel Zeit forthält. Weil ihn dann die Zeit am Spital ist oder an einem Labor oder halt beim Hausdoktor und halt nicht die Zeit hat, zu lernen. Das heißt, die Freizeit könnte ein bisschen kurz, aber das ist so interessant, dass es aber nicht schlimm ist. Ja, ich habe ganz viel Stage schon gemacht. Also am Kader von unserer Studie, von der Humanmedizin, muss ich ganz viel Stage machen. Zum Beispiel in Frankreich habe ich ganz viele Felder Stage in ganz vielen verschiedenen Domänen, wo ich ein bisschen von allem kann sehen. Mir kann ich auch schon auch selber Freistage gemacht am Spital, wo ich ein bisschen konnte gesehen, wie aus dem Milieu hospitalier, weil ein Milieu aus, den ich selber nicht gesagt habe. Und so wurde eine Idee von all verschiedenen Facetten vom Beruf.
Also am Humanmedizinstudium oder vielleicht hast du nicht so viel Zeit für alles zu machen, was du machen willst. Wir haben aber ganz viel Freizeit, für sich zum Beispiel an Assoziationen zu engagieren. Sie wird heute in Lützburg zum Beispiel Dalem oder auch bei den anderen, zum Beispiel Zinanze, Stadisean, Chandalen. Es gibt so viele verschiedene Assoziationen, Studentenassoziationen, wo ich halt helfen kann, wo ich mitmachen kann. Und natürlich gibt es auch immer Soireen, die auf der Uni organisiert gehen, oder halt Events, wo ein Deal holen kann, wenn ihr nicht gerade Examen hört, dann hört ihr auch immer Zeit für halt Sachen zu machen, die einem gefallen. Also nehmen wir 6 Jahre Medizin, geht es dann Richtung Spezialität, weil für Humanmedizin muss ich immer eine Spezialität dabei hängen. Sie wird für Medizin general, wie auch für Chirurgie oder für Gynäkologie, muss ich immer eine Spezialität machen. Das kann von 3 bis 6 Jahren dauern, hängt davon immer auf. Und mehr spät, also ich weiß noch nicht, was ich für eine Spezialität machen will. Dafür ist es halt auch so wichtig, Stage zu machen, um zu wissen, was denn einem gefällt. Aber was ich späterhin auch machen will, all das. Aber ja, im Moment weiß ich halt noch nicht, wo es geht.